So, hallo. 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 Hallo, also das ist jetzt TV Chessbiz Spezial, hier mit dem Match Frankreich gegen Deutschland, Staffelmatch. Wir kommentieren das hier bei uns hier im Studio, Caroline und Theo. Ja. Herzlich willkommen. Dankeschön. Sobald es losgeht, werden wir jetzt die Partie kommentieren. Ihr seid jetzt, warum seid ihr in Hamburg? Weil wir werden ein Spiel gegen Deutschland und Frankreich machen. Mhm. Und wir besichtigen ein bisschen Hamburg. Mhm. Und das ist alles, ich glaube. Und, wie gefällt es euch hier? Das ist für die deutsch-französische Freundschaft. Ja, natürlich. Ja. Und Hamburg ist schön? Ja, oder? Sehr schön. Aber wir haben noch nicht so viel gesehen. Nicht so viel. Zum ersten Mal in Hamburg? Zum dritten Mal. Hm. Erste Mal. Ja, ne? Schön, super. Na genau. Ja, und Chessbiz, wie gefällt euch hier die Firma? Oder habt ihr jetzt gerade einen Rundgang gemacht hier in den Büroräumen von Chessbiz? Nee. Ich hätte nicht gedacht, dass hier so viele arbeiten. Sind zwar nur so 10 oder so, aber trotzdem relativ viele. Ja, naja, ist immer ein Unterschied. Normalerweise sieht man immer nur die Programme, DVDs und so. Ja. Aber es muss ja halt auch irgendwo hergestellt werden. Ja. Gut, jetzt ist die Partie losgegangen. Ja. Wer macht von euch die Züge? Willst du es eingeben? Das. Schau, mit der Maus. Rechts, ja, wir sehen rechts im Fenster. Sehen, okay. sehen wir die Züge? Ja, das ist eine französische Begegnung. D4, ja? Obwohl ja Deutschland schwarz ist. Ja, also, das Team Frankreich spielt schwarz. Ja. Nein, Deutschland spielt schwarz. Ah, genau. Nein, das Deutschland ist, spielt schwarz. Deutschland Frankreich spielt schwarz. Weiß. Deutschland spielt schwarz. Ah. Ja, das ist so Staffel. Das erinnert so ein bisschen an Tischtennis, wo man rumläuft. Ja. Und immer den. Ah, das ist ein Winnerber. Winnerber. Winnerber, gut. Ja. Ah, das habe ich auch mal gespielt. Ja, ja, E5. Alle kennen noch Theorie, ja? Ja. Hm? Nicht wirklich. Es ist Theorie. Ja, also E5, ja. Was kann man mit Schwarz? Könnte man. Nein. C5, ja. Theo, also, du hast schon recht. Ja, weil ich spiele das mit Device. So, ich kenne sehr die Theorie. Ja. Und dann, das ist A3. Ja, genau. Und dann A. Mhm. D mal C5, das ist Überraschung. Überraschung, ja. Ja. Ich glaube, das ist nicht so gut. Nicht dabei. Nicht so gut, weil es gibt D5 und dann A. Und du, Caroline, spielst du auch E4? Oder? Ja, ich spiele auch E4. Mhm. Ich hatte auch mal ungefähr diese Variante auf dem Brett. Aber ich spiele es ein bisschen anders. Ich mag nicht der Position in Weiß. 4 ist zu riskant? Nein, du magst gerade die Position von Weißen nicht, oder? Ja, ich mag es nicht. Ja, Schwarz hat ja jetzt zwei... D4 kann kommen. Ja. Ja. Okay, ja. Und Schwarz hat ja die zwei Zentralbauern. Ja. Schwarz kommt immer hier eigentlich schön zur Entwicklung jetzt, aber Weiß hat so ein bisschen mehr Platz im Zentrum, ja? Ja, das stimmt. Aber, naja, oder? So. Aber Weiß hat jetzt auch Probleme ein bisschen mit der Rochade, mit der Kurzen. Ja, ich glaube, die Weiß werden eine große Rochade machen. So. Ja, wahrscheinlich die Weil, Dame. Weil der raus, Läufer ja? ist sehr nervig. Ja, Läufer C5 verhindert die kurze Rochade, ja. Das ist natürlich der Nachteil. Weil der Bauer D4 ist nicht mehr da. Ja. Aber du hast recht. Weiß versucht jetzt lange Rochade zu spielen, ja? Ja. Vielleicht noch den Läufer raus? Und mit Läufer D2 und dann große Rochade. Ja, genau. Oder Läufer E3 und dann Rochade. Ja, das ne? ist auch eine... Lange Rochade? Kennen wir da ein typisch taktisches Motiv? Nein. Für jeden französischen Spieler. Ah ja, ah. Läufer in H7. Läufer H7 vielleicht hätte gewonnen, ja? Springer G5. Ja. Kennt ihr, oder? Ja. Glaube ich, das ist eine Möglichkeit. Ja, Taktik. Wir machen ja, am Freitag komme ich
am Abend bei euch in der Jugendherberge vorbei und machen wir Taktik. Ja. Wir können zum Beispiel Freitagabend kurz auf diese Stellung schauen, ob man Läufer H7 spielen kann. Können wir machen, ja? Dann nehmen wir das gleich noch mit, und weil das haben wir jetzt auch alle schon gesehen. Er hat vielleicht gesagt und das machen. Ja, aber ja, große Rochade. Die haben ja auch nur 10 Minuten, ist ja nicht viel Zeit. Ja, ist nicht viel Zeit, ist ja auch so fast Blitz, ja? Ja. Weil muss ja jeder hinrennen zum Brett, ja? Dann Zug machen, Uhr drücken und sich wieder hinten anstellen. Oft ist was ist, ich weiß nicht. Dame B6, ja? Ja. Vielleicht wäre irgendwann mal von Weiß F4 die Weiß, eine Idee. Die Weiß gegen die Rochade Schwarz und die Schwarz gegen die große Rochade. Ja. Ja. Das ist ja logisch. Kommt C8, ja. Und dann. Jetzt F5, ja. Weiß kommt sehr schnell, ja. F5 oder E6 und Dame A7. Ja, und dann B5. H4 kam auch schon. Ja, ne? Wow. Ich hätte da ein bisschen Angst. Die Weiß ist. Weiß kommt auch ziemlich schnell nach vorne, ja? Ja. Oh. Springer zurück, gut. Ja, Schwarz musste schon ein Eingeständnis machen. Ist ja im 10. Zug erst nach G6. Ja. Weige ich nicht, das. G5 ist komisch, normalerweise. Ja, das ist A5. Ja. A5. Ja, H5. Weil wer kann G6 machen und dann Springer F5. Springen F5. Und dann Springer C7 und das ist ja das sehr, G5. Nein, normalerweise ist das nicht für den Angriff, ja? Ja. Da, oder? Sie, was? H5 wäre sie für Angriff irgendwie logischer gewesen, ja? Ja. Naja. Aber die Deutschen überlegen jetzt auch schon ein bisschen länger. Ja. Ja, ein bisschen. 10 Minuten ist wenig Zeit, also da kann man nicht. Ich glaube, jeder. Und muss sofort ziehen, ja. Oder? Oft gewinne eine die Spiele mit Zeit. Mit Zeit, in dieses Spiel, das ist Run Chess und oft das ist mit Zeit. Ja, ja, natürlich, ja, das ist. Ja, Springer B4. Ja. Wahrscheinlich jetzt H5, ja? Ja. Oder? Ja. Muss irgendwie H5 und G6 versuchen, ne? Weiß. Oder? Ja. Und dann Läufer nimmt der Springer nimmt der Läufer und dann wir können Springer F5. Ja. H5. Springer schlägt D3. Ja. Springer D3. Okay. Das muss mit Dame kann aber noch nicht. Also Dame, das ist nicht sehr logisch mit der Bauer. Ja, mit Bauer ist sehr gefährlich, ja? Ja. Muss mit der Dame nehmen. Ja. Kam aber noch nicht. Und ja. Also, die Übertragung funktioniert. Das ist schon mal gut. Und gefällt euch? Gefällt euch das? Also so könntet ihr euch das mal vorstellen, hier zu kommentieren, zum Beispiel, wenn Anand gegen Carlsen jetzt spielt. Ja. Dann sitzen. Ja. Und einfach das kommentieren die ganze Zeit? Ja, aber geht, das ist oder? Bestimmt nach einer Zeit anstrengend. Naja gut, die Partie geht ja ein paar Stunden. Also, aber nur ein paar. Ja, ist kein Blitz, aber für die Sache ist, also die Übertragung funktioniert. Jetzt gerade kam kein Zug von Weiß, aber das ist erst halbe Minute. Gut. Weil eigentlich ist ja Dame dann, schlägt D3 logisch. Ja, Dame D3 ist logisch, ja. Und ja, Dame D3 ist logisch. Also hier gibt es eigentlich nichts. Ja, sonst kann ja irgendwie sowas wie nach C schlägt D3 D4 oder so kommen. Da muss der Springer weg und dann gibt es da Läufer A3 oder so vielleicht einen Abzugsschach. Ah, gut gesehen, ne? Wunderbar. Läufer A3 und Matt, ja? Also, ja, stimmt, ja, Matt. No, genau. Gibt's Abzugsschach und so? Hängt es jetzt rein? Nach Springer schlägt D3 Schach, kommt kein Zug. Das ist ja. Ja. Also, hier zum Beispiel seht ihr auch in der Übertragung an dem rechten Fenster, da sind also dann Zuschauer. Also, man geht auf den Server, ja? Hier. Nein, da unten in dem Fenster. Ja. Da gibt es dann. Und
Da sind also Leute, können sich ganz normal in die Übertragung einloggen, wenn man also einen Account hat und kann dann jetzt zuhören. Also übertragen wird jetzt also hier das Bild von uns, was ihr da seht, ja, Videostream und natürlich hier unser Stimmen und damit die drei kam. Logisch. Stimmen und natürlich das Brettfenster. Genau. Übertragen wird das, was auf dem linken Brettfenster ist, auf der linken Seite. Ja. Und die rechte Seite ist die Übertragung jetzt von uns für über die Partie. Mhm. Das ist hier bürointern. Das ist jetzt hier für die Zuschauer gleich auch noch hier interner. Also Theo gibt jetzt immer die Züge jetzt per Hand ein. So. Also, Dame schlägt D3, passiert im 16. Zug. Und aber dafür hat Weiß ziemlich lang überlegt, finde ja. ich. Für so einen simplen Zug. Ja, gell? Ja. Sonst wäre nur noch König B1 möglich, aber dann kommt ja Dame schlägt B2 mal zu. Ja, gab eigentlich keine Möglichkeiten, ja? Also ja. Drei Züge exakt, wobei einer gleich ins Matt gelaufen wäre. Also überraschend, dass es jetzt so lange gedauert hat, aber naja, ist auch nicht so leicht, ja? Vielleicht wäre jetzt für Schwarz eine Idee D4 und dann Läufer B5 und vielleicht seine Figuren mal ein bisschen zu entwickeln. Ja, genau. Vorwärts, ja. Ja. Und dann mit der Idee, wenn die Dame weg muss, D3 und dann irgendwie die C-Linie öffnen. Na, gute Idee, ja. Also D5, D4 und so Druck machen, kommt auf jeden Fall in Frage. Wirkt so, ja. Springer F5. Ja. Wollte. Ja, das hatte. Schwarz aber nicht. Ja. Ja, Weiß versucht, die Verteidigungsfiguren von Schwarz abzutauschen. Ja, passt, ja. Springer H4. A6. A6 halt. Hä? Was? Hä? Warum? Was ist das denn für ein Zug? A6 kommt hier, wird sofort kritisiert, ja? Ich meine, die Bauern sind hier jetzt schwach. Und gleich kommt sofort G6. Der Bauer D5 hängt. Ja. Ja, das ist gut. Oder nicht. Ich glaube. Weiß will keinen Taktisch. Bauern haben, er will gewinnen. Oh. Und G schlägt F7 Schach kam auch, ja. Ja, jetzt ist die G-Linie offen, das ist ein bisschen gefährlich für Schwarz. Ja, G-Linie offen, Bauer D5, hängt Dame G3, okay. Weiß will den Bauern nicht, ja. Weiß will den Bauern nicht, sondern... Hier mit dem Springer. Ja, Turm C6, huch. Interessant, das... Warum? Ah ja, für G2. Und das ist ja sehr schnell, ich glaube, es gibt nicht mehr Zeit. Ja, die müssen jetzt sehr schnell spielen. Also 10 Minuten ist sehr wenig, ja. Ja. Aber Turm H2 war auch ein geschickter Zug, ja. Deckt irgendwie, versucht auf C2 zu decken, ja. Ich finde solche Züge immer interessant. Ja, ne, so prophylaktischer Zug. Das ist zum Beispiel gut so, weil Turm nimmt natürlich und jetzt kann Läufer D2 ziehen, ja. Und Bauer C2 ist gedeckt, ja. Gibt's also, okay, Turm schlägt und könnte Läufer zum Beispiel wohin? B4. B4, genau, gut und gesehen. Und dann vielleicht D6 und dann... Na, wunderbar gesehen, ja? Das sieht aber gut. Ja, D4. C3, das nicht gut, ja? Nee. Ja. Weil das natürlich, jetzt kommt D4 und, ja, hier zum Beispiel ganz verständlich, Bauer C2 ist sehr schön zu decken, mit Läufer B4, hast du gut gesehen? Ja, D4. D4, ja? Jetzt steht wieder gut für... Logisch. Hier geht alles hin und her, aber das ist ja oft bei entgegengesetzten Rahmen ja, so. Ist oft so, ja? Ja. Hm. Ich glaube, das war nicht so ganz gut, hier mit Weiß ein bisschen rumzuziehen. Ich glaube, Weiß hätte eher auf D5 nehmen sollen. Ja, Springer D5. Ja, die Weiß mussten die die Bauer D5 engen. Jetzt. Das ist sehr gefährlich. Vielleicht gehen jetzt sogar irgendwelche Motive mit Läufer schlägt A2 und so. Ja, Läufer A2 könnte kommen, ja. Wirkt gefährlich. Turm D7. Turm D7 ist auch gut, ja? Bringt den Turm, aktiviert den Turm. Ach so, ja. Mhm.
Und der Läufer kann nicht engen in C3, wenn D4 nimmt C3, weil es gibt der Turm. Ach so, ja, der Turm Und er hängt muss an. mit dem Bauer und die B, sie, sie, Belenia wird sie, offen. ja. König ist offen, ja. Also Turm D1 nicht gedeckt. Das ist jetzt auch ein bisschen ein Problem, ja. 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 Logisch wäre zum Beispiel für Weiß Turm D1 wegziehen. Turm Ja. von D1 nach, sagen wir, D1. Turm Ja, C1. zum C1. Turm C1, ja. Ja, Okay, ne? logisch. Logisch, ja. Gut gespielt. Aber jetzt, genau wie Caroline gerade gesagt hat, so Läufer schlägt A2-Motive Ja. können jetzt auch gefährlich werden, ja. Er kann in D5 und dann in E4. E4. Auch sehr Ja. gefährlich, ja. Was jetzt zum Beispiel, glaube ich, noch eine Möglichkeit wäre, ist vielleicht D3, um dem König das Schlachtfeld C2 Ja. zu nehmen. Ja, D3 ist auch sehr stark, ja. Können wir Läufer in A2 oder Ja, vielleicht. ja, weil es gibt Du kannst auch eine Variante Turm. eingeben, Theo. Du kannst einfach als Variante, Läufer schlägt A2 ziehen. Was? Du kannst es ziehen Gib mit mal der ein. Maus. Einfach Das mit der muss ich Maus dann. ziehen. Ja, kannst du machen. Das ist Also jetzt das eine. kommt jetzt nicht. Kommt nicht? Nein, das nehmen wir Noch dann nicht. einfach zurück. Da geben wir einen neuen Zug ein. Ja. König muss nehmen, ja, Ja. auf A2. Schach mit Turm. Nicht mit der Dame? Nein, weil die Türken nicht nach, aber die Dame kann in Ach so. C5, ja. Die, König muss ja. zurück. Und dann, Dame. ja. Ja, genau. Oder D3. Ja. D3. Okay, aber D schlägt C3 passiert, siehst du, im 27. Zug auf dem rechten. Und Ja. jetzt musst du einfach an die Stelle Ah, gehen, ja. 27. Und jetzt D mal C3 eingeben. Und jetzt neue Haupt, das zweite. Ja. Neue Hier? Hauptvariante, Ja. ja. Genau. Sieht man jetzt sehr schön auf der Notation, ja, Ja. dass wir diese Variante dann analysiert haben. Ja, das war ein guter Plan für Schwarz Ja. für Attack, aber vielleicht geht es nicht, oder? Okay, Läufer D5 gespielt, Ja, aber für sieht, E4. ja, Läufer E4 sieht jetzt auch gefährlich aus, ja? Ja. I6. E6, ja. Ja. Dame G6, okay. Und was ist die Idee von Dame G6? Jetzt tot. Ach, Für E6. E6, Ja, ja. richtig. Oh. Aber ich würde jetzt einfach Läufer Ja. E4 machen, Läufer E4 Schach. oder? König C1. Muss nach C1, Ja. Ja. sonst matt, ja? Oh, mach nicht der Weiße. Kann man vielleicht schon Turm D1 opfern? D1 opfern. Opfern, aber. Nee, bringt Nein, es nicht. geht nicht. Geht nicht, ja? Nein. Aber ja, Dame das. C4. Aber jetzt hängt doch der Turm D7. Ah, gut gesehen. Ja. Dame Ey, aber das ja. könnte jetzt so. Schach auf E8, ja. Dame die Art. Dame Schach. Ja. König muss hoch, ja, und. Sogar Dauerschach kannst du auch wählen. Und Ja. Dame ja. D7. Und kann Dauerschach werden? Ja, wenn man Dame G6 spielt. Also ich weiß ja nicht, vielleicht sieht es zu gefährlich für Weiß aus. Jetzt Dame nach F1 Schach, ja. Ja. Und jetzt, was kommt auf Dame? Nein, Ah, warte. Dame G6 Schach Warte. kam wieder im Ist schlau. 34. Zug, nicht 33. Zug. Hier. Dame nach G6, Hauptvariante, ja. König. Ich glaube, es geht ein Draw. Ein Remis jetzt, ja? Ja, ein Ja, Remis. ein Remis. 35. Dame Remis. G6 wieder gespielt. König nach G8. Und Dauerschach. Na gut, haben wir Ja. auch. Können wir das. Dame D7, ja. Ja. Jetzt Dame F1. Dame F1, ja, genau. Ja, Dame F1. Und was macht man jetzt? Vielleicht Dame D1 Genau, Ja, Dame richtig. D1. Dame Nein, D1. Ja. Ja. Doch, ist Nach, gut. also Dame D1 nach Dame schlägt F4 Schach, Dame D2. Ja, D4, Ja. D2, F1 Ja, ist wieder und Dauerschach. es Aber kann ist auch ein den Remis, auf D2 glaube den ich. Turm dazwischen ziehen. Ach ja, das geht auch, ja, das Und stimmt. dann behält Weiß den Turm mehr, ja? Ja. Also machst du mal, Theo? Dame D1. Dame schlägt F4 Schach. Jetzt Turm D2. Turm, ah ja. Turm kann dazwischen, weil wenn Dame ist Dauerschach, ja? Also Ja. wieder zurück. Aber Turm, jetzt ist Turm mehr und dann. Und dann E5 ist sehr Ja. gefährlich. Jetzt hat Weiß Turm mehr natürlich gewinnen, ja? Ja. Ja. Und das ist Das besser. hätte
ja, verpasst, aber natürlich in der Hektik, ja. Ja, wir wissen ja nicht, Dauerschach, ja. wie viel Zeit die hatten. Dame E8, 36. Dame E8, König H7 ist gespielt im 36. Zug. Siehst du? Was? Ist Remis geworden, Rainer? Oder ist. Jetzt war Dauerschach gerade? Ja, ich glaube, das ist Remis. Schach gibt es ja auf jeden Fall. Also im Schnellschach kein Dauerschach. Ja. Normalerweise. Gut, also ist Dauerschach. Also offiziell das Ende, ja? Remis ja. durch Dauerschach. Das ja. natürlich hier, also nette Partie. Ja. ja, und ein gerechtes Ergebnis. Erst stand weiß ein bisschen besser und dann schwarz und jetzt Remis. Jetzt Remis, ja, gerechtes Ergebnis und schöne Sache, ja? Ja. ja. Gut, dann bedanke ich mich auch bei euch für ja. die Bitte, danke Kommentierung, auch. Ja? Ich hoffe, ja. es hat euch gefallen. Ja. Das Video und die Übertragung wird dann auch im Internet verlinkt, ja? Da sehen wir uns dann noch, oder seht ihr euch noch, ja? Also nochmal danke an Caroline und Theo für die Kommentierung hier.